Also für mich ist das Wichtigste, nachhaltige Projekte durchzuführen. Also einfach nur Sachen verteilen, das soll nicht Sinn der Sache sein. Sondern es soll so sein, gib den Leuten nicht Fische, sondern gib ihnen Angeln. Und deswegen bilden wir viermal im Jahr jeweils 36 Mädchen aus als Näherinnen. Die lernen also, das richtig schöne Kleider zu nähen. Und es nützt ja nichts, etwas zu lernen, wenn man sich anschließend nicht selbstständig machen kann. Also sammle ich Geld. Kaufe von dem Geld dann in Kundus auf dem Bazar Nähmaschinen, auch Nähmaschinen, die man da reparieren kann, also mit Handbetrieb und rustikal. Und jedes Mädchen kriegt so eine Nähmaschine geschenkt und kann sich dann selbstständig machen. Und wir haben bis jetzt sehr große Erfolge, weil fast jedes Mädchen verdient mehr als der Papa oder jemand oder der Ehemann, weil in Afghanistan gibt es einen großen Bedarf an Ernährerin und das bedeutet, sie können ihre Familie ernähren. Und das ist das, was ich mir unter Nachhaltigkeit vorstelle. Also es ist nicht so, dass ich die Augen zumache vor der Gefahr, aber in dem Moment habe ich keine Angst. Ich hatte nur so ein bisschen Angst, weil ich gesagt habe, es gibt zu Hause den Ärger, weil meine Familie sagt, wie kannst du dich in Gefahr bringen? Die eigentliche Gefahr nimmt man erst wahr, wenn man aus der Gefahr heraus ist. Das fing am Abend vorher an, ich bin abends ins Bett gegangen und plötzlich so um 9 Uhr gab es eine große Detonation. Und das folgten dann nochmal zwei und dann bin ich raus und habe gesagt, was ist denn los? Und dann hieß es ja, also das Militär schießt nach Chadra in Richtung der Taliban. Wie ich dann also einen Tag später dann abends in Istanbul im Hotel war, dann habe ich angefangen zu flattern. Man hat Milliarden für den Militäreinsatz ausgegeben, aber für die Hilfsprojekte hat man nur ganz wenig ausgegeben. Und so wie das Gefälle ist, da Militär und da Entwicklungshilfe, so hätte man es genau umgekehrt machen müssen, um einen Frieden nach Afghanistan zu bringen.